In der Schweiz bilden die KMU, also die kleineren und mittleren Unternehmen, 99% aller Unternehmen und stellen 2/3 der Arbeitsplätze. Es gibt über eine 500.000 Firmen mit 1 bis 1.000 Beschäftigten. Jede dieser Firmen hat eine Geschichte und deren Inhaber und Mitarbeiter haben nochmals eine Menge Geschichten zu erzählen. In diesem Film lernen wir eine solche Firma und ihre Geschichte kennen. Mit ihr verbunden sind der Aufstieg zu einem erfolgreichen Familienunternehmen, eng verbunden mit einer Schweizer Ikone, Schicksale und ein Kampf. David gegen Goliath. Ein Kampf, der als abgeschlossen galt, aber vielleicht bald eine Neuauflage erlebt. Dieser Film handelt von der Autobahnhof Sprenger AG, ihrem Erfolg, ihrem Kampf, ihrer Geschichte. Die Dienstleistung der Autobahnhof Sprenger AG ist schnell erklärt. Geschäftsführer und Inhaber Urs Sprenger fasst das Geschäftsmodell so zusammen. Wir sind hier am Flughafen Zürich, Parkhaus 3 in der 2. Etage. Hinter uns sehen wir das Büro, wo wir die Autos der Fluggäste entgegennehmen und auch wieder abliefern später. 32 Mitarbeiter sind für uns tätig und wir arbeiten im Schichtbetrieb von morgens um 6 Uhr bis abends um 11 Uhr. So simpel das Geschäftsmodell ist, so spannend ist seine Geschichte. Alles begann mit dem Aufstieg einer späteren Schweizer Ikone, der Swiss Air. Da hinten, das ist unsere Tankstelle. Da hat vor 60 Jahren alles angefangen. Mein Vater und meine Mutter sind damals hier eingezogen. Rundum hat es quasi noch nichts gegeben. Kurze Zeit danach ist die Firma Swiss Air auf uns zugekommen und hat uns angefragt, ob sie ihre Autos von ihren Fluggästen bei uns unterstellen und wir die wieder bereitstellen für ihre Fluggäste. Ja, magst du dich erinnern, was war das für ein Jahr? Ja. Hä? Da steht, schau mal, oben drüben steht noch gross Hans Sprenger. Ja, ja. Später ist ja nur noch Hans Sprenger da gestanden. Wir sind aus einer einfacheren Gesellschaft, also einer Garage und einer Tankstelle, hat sich dann unser Autobahnhof entwickelt, wo wir heutzutage oder bereits seit den 80er Jahren bis zu 40.000 Autos parkieren pro Jahr. Aus der einfachen Garage mit Tankstelle wurde also ein Zulieferbetrieb der Swissair. Doch kaum konnte sich die Firma mit ihrer neuen Dienstleistung etablieren, traf den Familienbetrieb ein harter Schicksalsschlag. 1972, als ich 9 war, ist mein Vater gestorben. Meine Mutter hat die Steuer an sich gerissen und hat unsere Firma weitergeführt. Damals ist alles sehr familiär zu und her gegangen, ob wir mit den Mitarbeitern oder auch mit unseren Kunden. 15 Jahre hatte die Mutter Irma Sprenger den Laden im Griff. Im Jahre 1987 übernahm dann Bruder Peter die Geschäftsführung und Urs war der Disponent und Mechaniker. Der Übergang ging reibungslos, doch schon bald türmten sich dunkle Wolken über dem Flughafenhimmel von Kloten. 2000 wurde der Flughafen privatisiert. Schon bald bekamen die Gebrüder Sprenger Besuch von den Herren der neuen Gesellschaft. Man wollte ihnen vermehrt Auflagen aufbürden. Damals hatten sie noch das Glück, dass sie einen Auftrag der Swissair hatten und dank entsprechenden Verträgen als Tochterfirma der Swissair galten. 2 Jahre lang herrschte Ruhe, doch dann. Wir blieben in der Luft. Eine Nation am Boden. Grounding. Die letzten Tage der Swissair. Hast du damals Angst gehabt um deine Firma, wo du das gesehen hast? Ja, klar. Das ist schon ein bisschen Angst aufgekommen. Oder? Das ist logisch. Durch das Swissair Grounding verlor das Unternehmen seinen Auftraggeber. Es ging nicht lange, bis die Herren von der Flughafen AG an den Türen vom Autobahnhof anklopften. Jetzt haben sie keinen starken Partner mehr. Das wollen wir es wissen. Sie zeigen uns ihre Geschäftsbücher und dann wollen wir mal schauen, was sie dürfen, wie viel sie dürfen
ob sie dürfen und überhaupt. Nein, wir haben am Flughafen unsere Bücher nicht gezeigt. Wir haben uns geweigert und es ist zum Rechtsstreit gekommen. So kam es also, dass sich der kleine Familienbetrieb gegen die mächtige Flughafen AG zur Wehr setzen musste. Ein Vorteil für Autobahnhof war, dass erst kürzlich die Wettbewerbskommission gegründet worden war. Diese sollte das neu eingeführte Kartellgesetz überwachen und die Ausnutzung einer Monopolstellung verhindern. Die WEKO ist dann zum Schluss gekommen, dass der Flughafen Zürich nicht darf alleine das Geschäft in Zukunft führen, sondern wir auch das Recht auf Konkurrenz haben. Und auch aus dem Grund, weil wir das schon seit eh und je machen. Wettbewerbskommission, Monopolstellung. Glaub's ja nicht. So ein hoher Seich. Eigentlich das ganze Zeug hier. Später haben wir dann sogar einen Vertrag mit der Unique abgeschlossen, damit wo sie bestätigen, da rein, dass wir das Grandfather Right haben und sie das in Zukunft werden akzeptieren. Und machen sie das? Ja, bis jetzt haben sie es gemacht. Jetzt hat es leider wieder ein neues Parkhaus gegeben am Flughafen. Und das gleiche Spiel spannt wieder von vorne an. Die lange Streiterei war sehr belastend für die Familie. Nicht zu wissen, ob und wie es weitergeht, führte dazu, dass man keinen Franken mehr in die Firma investierte. Die psychische Belastung wurde zu viel für Peter Sprenger, welcher sich von der Geschäftsleitung zurückzog und das Zepter an seinen Bruder Urs Sprenger übergab. Nachdem wir das Urteil gewonnen haben, haben wir natürlich sehr viel Freude gehabt und haben wieder angefangen, in unser Geschäft zu investieren. Es ist dann schnell wieder aufwärts gegangen. Nach 2, 3, 4 Jahren haben wir wieder das Level erreicht, wie wir eigentlich vor dem Rechtsstreit hatten. Angespornt durch den wiedererlangten Erfolg plant Urs Sprenger im Jahr 2015 im Industriegebiet von Kloten ein neues Parkhaus zu bauen. Daneben plant man noch ein kleineres Parkhaus im unteren Preissegment. Alles zusammen hat man 3000 neue Parkplätze geplant. Das ist unser Bauplan für unser Parkhaus im Industriegebiet Kloten an der Steinackerstrasse. Und da würden wir eben gerne Auto, also Stromtankstellen haben für die Elektroautos in Zukunft. Ja, leider haben wir keine Baubewilligung bekommen. Die erste Baugenehmigung ist uns verweigert worden, weil wir auf der hinteren Baulinie 2 cm zu nahe an der Strasse waren. Wie man sieht, sind wir jetzt hier. Hier haben wir eine Stange. Dann haben wir die nächste Stange. Und alle Häuser, die jetzt hier entlang sind, die stehen auf einer Flucht zu der Strasse nach Bassersdorf. Wir haben die genau gleiche Flucht genommen, eigentlich bei der ersten Baueingabe Richtung Bassersdorf, wie alle Häuser. Und dann ist plötzlich rausgekommen, damit wir die Einzigen sind, die 2 cm jetzt hinter diese Flucht müssen. Wir reden hier von 2 cm auf eine Länge von 35 m. Nachdem wir das berichtigt haben auf dem Bauplan, hat man dann das Projekt aus politischen Gründen sistiert. Die Herren von der Flughafen AG haben eigene Pläne und möchten selber ein neues Parkhaus bauen. Denn auch sie verdienen gutes Geld mit Dauerparkieren und da schaden zu viele Parkplätze dem Geschäft. So schickt der Flughafen wieder seine Anwälte los, um den Autobahnhof wieder loszuwerden. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Hören Sie, Herr Sprenger, das Gerichtsurteil ist 10 Jahre alt. Das gilt alles nicht mehr. Das interessiert uns nicht. Wir haben ja noch die Trumpfkarte in diesem ganzen Spiel. Wir melden natürlich das gerade nochmal der WEKO melden. Die haben uns ja schon letztes Mal geholfen. Und wir hoffen, wir finden dort wenigstens wieder mal offenes Gehör, damit die Konkurrenz stattfinden darf. Ja, da sind wir das letzte Mal reingehauen. Aber das passiert uns nicht mehr. Ja, gehen Sie noch fragen? Beim WEKO? Die machen nichts mehr für Sie. Gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Ja, das ist jetzt schon noch blöd. Die WEKO unterstützt uns jetzt nicht mehr. Aus politischen Gründen hat es geheißen. Aus politischen Gründen sistiert. Und so befindet sich die Autobahnhof Sprenger AG wieder in einer ungewissen Zeit.
Es bleibt offen, wie es weitergeht mit den Plänen für die neuen Parkhäuser und wie der Kampf gegen die Flughafen AG und die Behörden ausgehen wird. Doch der Teamgeist bei den Mitarbeitern und Partnern von der Autobahnhof Sprenger AG ist hoch und alle halten zusammen, wie diese Impressionen von der 60-Jahr-Jubiläumsfeier beweisen.